So, leider mit Verspätung wegen technischer Probleme. Wer ist denn jetzt schon alles da? Für die erste Runde müssen wir ein bisschen ausprobieren noch hier. Ah, einer winkt schon. Thorsten Kutscher haben wir noch. Sehr gut. Jetzt läuft es langsam an. Ja, wir hatten kurz ein bisschen technische Probleme gehabt hier. Wenn ihr mich hört, gut hört, dann einmal bitte einen Daumen hoch zeigen. Das wäre echt cool. Ansonsten, wenn er mich nicht hört, dann müsst ihr mal einen Daumen runter zeigen. Ich würde sagen, wir warten noch ein, zwei Minuten. Und dann legen wir mit dem ersten Rundgang hier los. So, wie sieht's aus? Könnt ihr mich alle hören? Ja, fair, sehr gut. Wenigstens eine macht mit hier. Sehr gut. Super. Ist klar, ein, zwei Minuten warten wir noch und dann legen wir los. Hört er ja, ist ein bisschen Radau auf jeden Fall. So, und zwar begrüße ich dann jetzt euch erstmal recht herzlich zum ersten digitalen Livestream hier beim Kanu Club Potsdam. Ich habe mir gedacht, dass ich euch das mal in der Zeit jetzt mal zeige, wie es hier aussieht, wie quasi die Olympiaschmiede und die Weltmeisterschmiede hier aussieht und wie es hier hinter den Kulissen so ist. Eine ganze Tour durch den KC Potsdam wäre jetzt ein bisschen aufwendig gewesen, wäre zu viel Zeit drauf gegangen, das hätten wir einfach nicht geschafft. Deswegen habe ich gedacht, wir teilen das in drei Teile ein. Das erste Mal sind wir jetzt hier in der Bootshalle. Ihr seht jetzt schon, hinter uns sind die Boote. Darauf gehe ich nachher noch mal ein bisschen mehr ein. Und ja, ansonsten ja, würde ich sagen, legen wir los. Als erstes würde ich sagen, zeigen wir euch mal der Jonas Böttinger. Der ist auch hier. Hallo. Mahlzeit. Der ist jetzt gerade mal mein Kameramann. Und er wird jetzt mal die Kameraführung übernehmen. So, dann umdrehen. Oh, ich glaube hier. Dann kannst du umdrehen. Okay. Dann kannst du nochmal. Ja, jetzt sieht er ja hier quasi schon. Das ist die Bootshalle von der LK, gerade von den Kajak-Damen und Kajak-Herren. Ja, also hier kommt man dann hin, wenn man wirklich ganz vorne irgendwo mitfährt und da hat man dann seine guten Boote. Da sieht man auch teilweise die Boote von Ronny Raue oder von Conny Wasmuth oder Katrin Wagner ausziehen. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Hier ist die nächste Halle. Hier haben wir die Conny, die schämt sich schon. Ja, das ist die nächste Halle. Irgendjemand hat die zugemacht. Machst du mal für euch auf. Entschuldigung. Das war bestimmt der Zwickler, der Lümmel. Ja, hier sieht er jetzt quasi die nächste Halle. Hier sind hauptsächlich, sage ich mal, die Kanadier drin, der LK. Und daneben sind auch noch von den Kajakmädels und den kleinen Kajakherren auch noch die Boote. Hier in der nächsten Halle ist natürlich auch wieder zugemacht worden. Ja, mache ich extra für euch alles auf hier. Ja, in der nächsten Halle, hier liegen hauptsächlich die Boote von den Schülern und Schülerinnen der Sportschule. Ja, das wurde alles noch so ein bisschen unterteilt, damit die LK und die Schüler sich nicht in die Quere kommen. Also hier sind hauptsächlich die von der Sportschule, die Boote und 7. bis 13. Klasse bzw. bis 10. Klasse. So, dann gehen wir mal weiter in die nächste Halle. So, hier sieht man ja schon, hier ist hauptsächlich der Nachwuchs drin. Hier sind ganz viele Nachwuchsboote drin. Die sind halt grundsätzlich robuster und ist hauptsächlich, wenn du dich einmal rumdrehst, sieht man ja hier das ganze Gewirre. Das ist für die ganz Kleinen hauptsächlich. So, dann gehen wir mal weiter. Eigentlich. Das ist jetzt hier der 10er Kanadier. Ich würde heute noch mal auf ein paar Boote eingehen, die wir hier vor Ort haben. Rein technische Daten mal zeigen und was wir eigentlich noch so alles machen hier in den Kanu Club Potsdam. Und zwar seht ihr ja hier jetzt quasi einen 10er Kanadier. Die 10er Kanadier, die nutzen wir hauptsächlich dafür, um mit Schulklassen rauszufahren. Meistens kommen ganz viele Schulen hier zu uns und wir machen dann Ausflüge und ja, da haben wir hauptsächlich ganz viel Spaß dann. Ihr seht ja dann auch hier vorne steht da dran,
KC Potsdam und Allianz machen Schule. Ja, genau. Und da machen wir dann ganz viele Projekte halt mit dem Roten hier und unseren Nachwuchssportler bzw. unsere Partnerschulen, die wir hier haben, die fahren dann damit rum. So, da haben wir nämlich auch den Moritz Schlomski hier. Komm mal auf meine Seite. Ne? Oh Gott, jetzt bin ich gerade im Bild. Komm mal rüber. Ich komme rüber, genau. Das ist quasi unser erster Gast, den wir hier haben. Der Moritz Schlomski, der ist unser Nachwuchstrainer hier. Du kannst dich ja gerne selber nochmal vorstellen, ganz kurz. Genau, also Jan hat es schon erwähnt, mein Name ist Moritz Schlomski. Ich bin sozusagen der neue Nachwuchstrainer hier im Karneval Potsdam. Bin für den Bereich von der 3. bis zur 6. Klasse zuständig. Und wir machen ganz viele tolle Sachen. Wir trainieren zusammen, haben Spaß zusammen. Ja. Sag, wie sieht es denn eigentlich aus? Was ist denn so der Trainingsalltag von den Nachwuchssportlern? Naja, der Trainingsalltag von den Nachwuchssportlern besteht natürlich bei gutem Wetter immer aus Bootfahren. Das ist natürlich die Hauptsache. Aber wir machen auch viele andere Sachen. Wir spielen auch oft, wir haben viel Spaß zusammen. Das ist generell ein sehr, sehr vielseitiges Training bei uns. Ja. So, Jonas, sind da ein paar Fragen irgendwie aufgekommen zwischendurch mal? Oder hast du das gesehen? Bis jetzt noch nicht. Okay, sehr gut. Es gibt nur viel Lob. Viel Lob, das ist super. Viel Lob wollen wir haben. Ja, ich habe gerade schon mal ein bisschen angeschnitten, was wir hier mit dem 10er Kanadiern hauptsächlich machen. Wir hatten jetzt die letzten Wochen schon ein paar Schulen da gewesen. Ne? Was machen wir mit den Schulen denn generell? Wir haben ja öfters mal zusammen was gemacht jetzt. Wie sieht denn da so dieses Konzept aus, was wir da machen? Genau, also das Wichtigste bei den Schulbesuchen ist halt, also die Schulklassen kommen zu uns, die besuchen uns und wir versuchen denen sozusagen den Spaß und den Hintergrund am Kanu-Rennsport irgendwie zu vermitteln. Also wir machen ganz viele verschiedene Dinge. Wir fahren mit denen in einer Booten raus, also die können sich einzeln mal auch individuell ausprobieren. Oder wir nehmen halt hier so ein großes Boot und fahren damit als Mannschaft durch die Gegend und wecken sozusagen ein bisschen den Teamgeist. Wie sieht es denn aus? Wie sitzen die hier drin? Sitzen die nur auf einer Seite oder? Nein, also das ist natürlich ein sehr großes Boot. Hier sitzen ja über 10 Mann drin, wenn es hochkommt. Die sitzen mal links und rechts, sodass sozusagen auf beiden Seiten gepaddelt wird. Und hinten sitzt der Steuermann, das bin dann immer entweder ich oder Jan. Und der lenkt halt das Boot, der Steuermann. Sehr cool. Kann man das eigentlich, das Boot hier nur hauptsächlich für Nachwuchs nehmen oder kann man das auch für andere Sachen nehmen? Ja, das Boot ist ja individuell einsetzbar. Ne? Also wir können das entweder für Nachwuchs nehmen oder das können auch erwachsene Menschen damit machen. Ja, cool. Ja, ich würde sagen, haben wir den 10er mal so abgegessen. Wir haben ja noch andere Boote. Wir haben ja nicht nur 10er Kanadier hier, sondern wir haben ja auch einer Kanadier, beziehungsweise einer Kajaks und zweier Kajaks. Und, ich würde sagen, die gucken wir uns ganz kurz mal an. Du beschreibst mal ganz kurz, was das Boote sind, was es für sag ich mal, so Besonderheiten bei den Booten gibt. Und ja, wir sagen, gehen wir mal kurz rüber hier. Mach ich. Mal hier durch. Ja, Gustav, leg mal los jetzt. Ja, komm mit. So, warte, das ist live. Ich mach kurz was. Genau. Zeig. Ja! So. Die Kinder dürfen jetzt Fußball spielen gehen. Müssen wir mal improvisieren kurz. Ja, also. Die Boote, hier ganz anders. Genau. Ich sage, die Boote, die sind ja schon ein bisschen spezieller jetzt als die Rennboote. Ne? Was ist denn daran jetzt viel spezieller? Meinst du im Vergleich zu den Polobooten? Im Vergleich zu den Rennbooten. Und du meinst zum Beispiel die jetzt hier? Genau. Wenn man sich jetzt die mal anschaut, von der Breite her sind die ja anders, ne? Genau. Also wir haben hier sozusagen ein Zweier, ein Kajak Zweier, muss ich stellen mal ins Bild, genau. Speziell konzipiert für den Nachwuchsbereich. Ja? Also wenn man jetzt von vorne sieht, im Gegensatz zu den anderen Rennbooten, die sind natürlich ein bisschen breiter. Ja, das wäre nochmal liebevoll Badewanne bei uns genannt, weil die eben nicht so kippig sind wie die richtigen Rennboote, aber halt ideal für den Nachwuchs, die noch nicht ganz so sicher im Boot sind, die sich noch ein bisschen ausprobieren wollen und vor allen Dingen hier auch zu zweit sind die Boote einfach komplett, das funktioniert. Ja, dementsprechend alle, die hier mal anfangen wollen, alle, die Lust haben auf ein Schnuppertraining oder sowas, da braucht ihr keine Angst haben, dass ihr sofort reinfallt. Wenn ihr nicht wollt, fallt ihr nicht sofort rein. Und ich sag mal so, wenn das Wetter gut genug ist, dann wollt ihr sowieso reinfallen. Ja, genau, dann gibt's ja dann, haben wir ja hier einmal ein Kajak so als Nachwuchsboot. Und dann haben wir ja da drüben noch Kanadier als Nachwuchsboot. Und ja, ich würde da noch mehr ins Detail jetzt gehen. Da würde dann jetzt der Jonas Böttinger übernehmen, den wir gerade schon gesehen haben. Wir verabschieden uns ganz kurz nochmal bei Moritz. Ja, hast du gut gemacht? Dankeschön. Beim nächsten Mal bist du wieder eingeladen. Sehr schön, das freut mich. Als Special Guest. So, jetzt nehme ich mal die Kamera hier.
Und jetzt haben wir nämlich mal den Jonas Böttinger hier. So, ich würde mich kurz vorstellen. Mein Name ist Jonas Böttinger und ich bin tätig im Nachwuchsbereich im KC Potsdam. Ich befinde mich gerade im Juniorenbereich und bin genau jetzt 17 Jahre alt. So, wenn du sagst, du bist im Juniorenbereich gerade, wie lief denn deine erste Sichtung? Ihr hattet ja schon die erste Qualifikation und erzähl mal ganz kurz, was du da fahren musstest und wie es lief. So. Genau, vor ein paar Wochen hatten wir die erste Sichtung in Duisburg. Und dort sind wir einmal die 2000 Meter gefahren und die 250 Meter. Da kamen alle Kanadier, Junioren aus Deutschland zusammen und haben uns da getroffen und uns ein gutes Battle geliefert. Und für den KC Potsdam lief es sehr, sehr gut. Wir haben den ersten, zweiten, fünften und siebten Platz, glaube ich, belegt mit unseren Kanadiermännern. Und ja. Na, das klingt doch ganz gar nicht so verkehrt. Gut, erzähl mal ganz kurz, was wir hier haben jetzt. Also, das hier ist ein Kanadierboot, besonders für den, oder Kanadier-Einerboot. Hier paddelt man auf einer Seite, das ist das auch, was ich persönlich mache. Mhm. Was hier schon so rausguckt, ist das Kanadier-Paddel, auch genannt Stechpaddel. Ja, wie gesagt, man paddelt auf einer Seite, das ist je nach Typ unterschiedlich, der eine paddelt links oder rechts. Das kann man sich, wenn man dann anfängt, aussuchen oder je nachdem da, wo man es gerne haben möchte. Und wenn wir jetzt hier mal ins Boot reinschauen, wir knien ja, das ist sehr wichtig, das ist der Unterschied. Also erzähl mal ganz kurz, wo kommt dein Knie denn hin? Also, das hier ist die Knieschale und hier ist mein linkes Knie drin und mein Bein streckt sich dann hier nach hinten aus und ich... Kannst du mal kurz reinknien so ein bisschen? Ja, klar. Ich muss nur mal kurz mein Paddel ablegen. Mhm. Dann komm mal auf deine Seite rum. Mein linkes Knie kommt so in die Knieschale. Ja. Und mein Fuß stützt sich hinten am Stemmblock ab. Und mein vorderer Fuß, das geht jetzt hier leider gerade nicht, weil wir nicht im Wasser sind, kommt dann, den platziere ich dann hier vorne. So, und dann fällt nur noch das Paddel und dann geht's aufs Wasser. Wenn du sagst, dass du nur auf eine Seite paddelst, welche Seite paddelst du und wie kannst du denn eigentlich geradeaus fahren dabei? Ich paddel persönlich links. Der junge Mann, der da drüben steht, paddelt zum Beispiel rechts. Und, dieser junge Mann? Und die Frage, wie steuern wir eigentlich, das ist eine gute Frage, die man auch oft gestellt bekommt. Weißt du nicht, ne? übe ich noch. Mit meinem Stechpaddel gibt es zwei Arten von Schläge, einmal den Rundschlag und den Steuerschlag. Der Steuerschlag sieht wie folgt aus, wir setzen hier vorne ein, ziehen das Paddel durch und drehen es im Laufe des Schlages, womit sich unsere Bootsspitze wieder rüber drückt. Die zweite Schlagart ist, vorne einsetzen und leicht Rundschläge machen, um die Spitze in genau die entgegengesetzte Richtung zu drücken. Aha, okay. Also Anton Winkelmann meinte, dass du mal bitte auf Wasser gehen sollst und das mal ganz genau zeigen sollst. Oh, meine Arme, Jeez. Ich weiß nicht, ob das... Hat gerade nicht gerade gute Sportbekleidung an dafür. Ja. Aber das können wir ja gerne im zweiten Teil mal machen. Vielleicht machen wir das ja. Würde ich auch sagen. Ja, dann würde ich gerne noch was zum Thema Gewichte und Länge erzählen. Ja, genau. Da, also so ein paar technische Daten, die wollen wir natürlich nicht vergessen. Das ist natürlich wichtig. Und ja, erzähl mal was dazu. Also das Boot im Kanadier, also das Boot Kanadier Einer muss 14 Kilo wiegen. Sobald es da drunter ist und der Wettkampfrichter, das sagen wir mal, oder nach jedem Rennen wird das Boot gewogen und das liegt unter 14 Kilo, ist man disqualifiziert. Und die Längeinheit ist ja auch noch wichtig. Die Boote haben eine maximale Länge von 5,20 Meter. Ja. Ah, sehr gut, okay. Vielleicht können wir ja nochmal die Gewichte zeigen. Damit kann man natürlich auch unterschiedlich umgehen. Manche haben sie hier vorne drin, manche in der Mitte. Das stellt jeder individuell ein. Ja, genau, also letzten Endes, ne, kann man sich die Gewichte jetzt hier auch rausschrauben und kann man die dann auch verschieben. Die nimmt man dann raus, kann man nach vorne packen, kann man nach hinten packen. Das ist dann irgendwann, ist es dann so, ich denke, das ist dann so am Ende, wenn man in der Leistungsklasse irgendwo ist, ne, ist es so ganz viele kleine Sachen, die man dann beeinflussen kann. Und ich denke mal, das ist wirklich sehr interessant, oder? Ja, jeder bastelt da gerne an seinem Boot rum und jeder hat da so sein eigenes, ja. Sehr gut. Dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Boot, oder? Genau. Komm mal her, ja. Jetzt musst du mal nehmen. Ja, dann übernehme ich jetzt mal wieder. So, Jan, dann erzähl uns doch mal bitte, gibt es eine besondere Geschichte zu dem Boot und welches Boot ist das? Ja, pass auf, ich würde erstmal darauf eingehen,
Das ist ja im Kanadierbereich, gibt es ja auch die Möglichkeit, nicht nur einer zu fahren, sondern da gibt es auch den Zweier, Vierer bis zum Achter hoch. Und das ist erstmal ein Kanadier Zweier. Ja, und da ist es so, dass ja wir als Kanadierfahrer nur auf eine Seite fahren. Und bei der Seite bleiben wir auch. Und dementsprechend brauchen wir einen Gegenpart beim Zweier, so dass einer links fährt und einer rechts fährt. Ja, und da sind die Aufgaben auch unterschiedlich und wieder verteilt. Der, der vorne kniet, der gibt hauptsächlich den Schlag an und gibt die Rennstruktur auch an. Der, der hinten kniet, der steuert das Boot hauptsächlich. Wir haben jetzt hier keine Einbauten drin, aber man hat bei Jonas gesehen, den Knieblock, der sieht man hier auch schön, der sitzt dann hier. Und da hat man dann sein Knie und das Fuß hier gegen, dem Fuß hier gegen. Der andere Fuß ist dann hier vorne und der Zweierpartner hat sein Knie dann hier, stimmt, Fuß hier gegen und Fuß nach vorne her. Ja, schöne Geschichte dazu, was soll ich sagen? Na, ich denke mal, die Großteil, die jetzt gerade zugucken, die wissen ganz genau, was das für ein Boot ist. Und zwar ist es das Boot, womit ich 2016 Olympiasieger geworden bin in Rio. Dann schaue ich das und, an. Dementsprechend habe ich natürlich da so eine kleine, große Geschichte mit. Ja, also in Rio 2016, das war schon echt eine schöne Zeit da gewesen. Und viel, viel Spaß gemacht. Und mein größter Erfolg natürlich. Ja. Ja, jetzt wurde gerade eben geschrieben von Anton Winkelmann, fahrt doch mal eine Runde im Zweier. Das wäre sehr interessant. Ja, der Anton Winkelmann, der stellt sehr schöne Fragen, definitiv. Ja. Aber ehrlich gesagt sind wir auch schon mal Zweier gefahren, ne? Ja. Und ich würde auch sagen, das lief gar nicht so schlecht. Ja. Von Marlon KCP kam die Frage, verdient man viel Geld im Kanu-Rennsport? Schöne Frage. Das ist auch wirklich eine sehr, sehr schöne Frage, Marlon. Kriegst du eine 1+. Und zwar verdient man natürlich im Kanu-Rennsport jetzt nicht sich die goldene Nase. Also es ist so, dass du als Randsportart giltst und dementsprechend versuchst du, nebenbei in eine Sportfördergruppe, eine sogenannte Sportfördergruppe zu kommen, um das auf hohem Leistungsniveau durchzuführen. Und da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, Varianten, wo du hingehen kannst. Und da ist es dann halt wirklich, da haben wir Bundespolizei, da haben wir die Bundeswehr, da haben wir Landespolizei und die Landesfeuerwehr. Bei der Landesfeuerwehr bin ich zum Beispiel und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr dankbar darüber, dass ich die Chance dafür bekommen habe. Und ich denke mal, ohne diese Förderung würden es einige weniger Olympiasieger geben. Ja, dann ist es doch schön, dass es solche Förderungen gibt. Definitiv, da kann man echt nicht meckern. Und natürlich gibt es auch noch andere Varianten. Da gibt es auch, man kann auch studieren, dann ist es aber alles nicht ganz so. Es ist alles noch ein bisschen schwieriger, wenn man dann studiert, sage ich mal. Gut, wir haben ja gesagt, es gibt ja nicht nur einen Zweier, sondern dann gibt es auch noch einen Vierer. Das ist quasi der Vierer. Da ist natürlich, wie ich schon beschreibt, da sind vier Leute drin. Und wenn man dann ganz gut unterwegs ist, dann ist es so, dass man natürlich weiß, dass zwei Linke und zwei Rechte jetzt hier fahren müssen. Und da gibt es die verschiedenen Aufgaben natürlich. Wieder vorne, der Schlagmann, der ist hauptsächlich dafür da, den Schlag vorzugeben und die Rennstruktur durchzuziehen. Gerade kam die Frage nochmal rein, schnell zum Zweier, wie viel wiegt der, weißt du das? Oh ja, 20 Kilo wiegt der, 20 Kilo muss der wiegen. Ja, es gibt ja die Wettkampfbestimmungen, dass ja die Boote ein Mindestgewicht haben müssen. Ja, da haben wir beim Einer waren es die 14 Kilo, hier waren es die 20 Kilo und beim Vierer waren es 30 Kilo. Ja, also. Ja. Weißt du, wisst ihr Bescheid jetzt. Ja. Die Fragen überschlagen sich hier gerade und zwar hat Jörg Wartenberg noch gefragt, wie viele Trainer habt ihr ungefähr? Ach du Güte, wie viele Trainer haben wir denn ungefähr? Conny, was sagst du, wie viele Trainer haben wir? Naja, ich sag mal hier im Verein, es geht jetzt sicherlich hier um den Verein. Ich sag mal, wir haben jetzt zum Beispiel auch ganz, ganz berühmte Trainer. Ne? Also wir haben zum Beispiel Katrin Wagner-Augustin, die ist bei uns Trainerin. Die ist eine der erfolgreichsten Kanuten, die es in Deutschland gab. Dann haben wir zum Beispiel Lutz Altepost noch, der auch Olympia Bronze gemacht hat. Wir haben Andreas Dittmer, der etliche Medaillen bei Olympia auch geholt hat und auch Olympiasieger im C2 geworden ist. Petra Welke, Herr Welke, Herr Zwickler. Bestimmt roundabout 10 Trainer, die unsere ganze Gilde hier trainiert, von ganz klein, wie gerade der Moritz da war, bis zu den ganz, ganz Großen bei uns jetzt, so zum Beispiel jetzt Katrin und Andreas Dittmar, die dann die ganz großen LK-Leute trainieren.
Genau. Dann gehen wir mal weiter zum Vierer. Und ja. Stefan Kira hat noch gefragt, ob du noch so eine schöne Geschichte zum Vierer hast. Oh ja, natürlich, Kiri. Das finde ich sehr schön, schöne Frage. Und zwar sieht man ja an dem Boot jetzt auch sehr gut, da sind ja die verschiedenen Namen auch aufgelistet. Ne? Und der Herr Kirai, der steht ja hier. Und mit dem Herrn Kirai bin ich 2017 Weltmeister im C4 über 1000 Meter geworden. Und das war mit eins der schönsten Rennen, die ich hatte. Und ich glaube, das stimmt mir der Herr Kirai auch zu, dass es mit eins der schönsten Rennen war überhaupt, die wir zusammengefahren sind auch. Ja, also kann man auch sagen, dass viele Boote hier auch schon eine persönliche Geschichte haben und auch schon ein paar Siege eingefahren haben. Ja. Ja, genau. Und ganz grob nochmal sieht man ja hier wirklich wieder die Einbauten, die sind immer individuell, deswegen sind die auch nicht mit drin. Hier kniet der erste, hier kniet der zweite, hier der dritte und ganz hinten dann der vierte. Wo du jetzt gerade schon da hinten bist, ja. Stefanie Wandrei fragt, oh. Welche Position fährst du immer? Also ich fahre am liebsten auf der Position ganz hinten, also so in der Steuerfunktion. Das habe ich irgendwie von klein auf drin gehabt und das liegt mir eigentlich am besten. Ich kann sehr schnell und sehr gut erahnen, wo das Boot eventuell hingeht und kann dann sehr schön und sehr gut reagieren. Ja, gut. Was gibt es noch zu sagen? Ich finde, interessant ist, glaube ich, auch noch, gerade da, wo jetzt die Olympischen Spiele anstehen, welche Bootsklassen jetzt olympisch sind. Weil es sind ja jetzt nicht alle Bootsklassen im Kanu-Rennsport olympisch. Sprich, wir haben verschiedene Strecken, 200, 500 und 1000 und dann einer, zweier, vierer. Es ist aber leider nur der einer 1000 Meter und der zweier 1000 Meter olympisch. Ja, sprich, nur die beiden Bootsklassen, einer und zweier und dann auf der Strecke 1000 Meter. Da werden die Kollegen und Kollegen quasi jetzt im August oder sowas ist das, ne? Im August dann zu den Olympischen Spielen fahren und da sich gegen die Besten der Welt beweisen. So wie ich es dann 2016 versucht hatte. Wir hatten ja vor ein paar Tagen den Weltcup in Szeged. Ja. Wie ist denn das da mit den Strecken? Gibt es da einen Unterschied zu den Olympischen Spielen oder also bei den Weltmeisterschaften, Weltcups? Ja, ist das genau. Also es gibt ja unterschiedliche Wettkämpfe, ne? Und da gibt es dann Weltcups, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften und da werden auch nicht olympische Strecken gefahren und nicht olympische Besatzungen sozusagen. Also sprich, da gibt es auch einen Zweier, einen C2 500 Meter und dort ist es dann so, dass der halt nicht olympisch ist, sondern nur eine WM-Strecke, hat aber trotzdem sehr, sehr viel Wert und ist auch eine sehr, sehr schöne Strecke. Also da gibt es auch viele andere Strecken, die jetzt nicht olympisch sind. Darauf können wir ja auch nochmal in den Fragen später nochmal eingehen. Der Ronald Ferch hat gerade gefragt, warst du auch auf der Sportschule? Und vielleicht kannst du auch mal sagen, liegt die hier in der Nähe? Ja, das ist eine sehr schöne Frage. Und zwar war ich von Anfang an hier auf der Sportschule, bin zur 7. Klasse hierher gekommen. Und wenn man jetzt mal den Busch da anguckt, das ist ein Baum, dahinter ist quasi das Internat. Und wenn man jetzt weiter in die Richtung gucken würde, über unser Bootshaus hinüber, da ist die Schule. Und da war ich von der 7. bis 10. Klasse auch drauf gewesen, bis ich dann quasi meine erste Ausbildung gemacht habe und dann danach zur Feuerwehr gegangen bin. Gut. Ja. Und ja, ich würde sagen, da haben wir jetzt die Kanadier jetzt durch. Und da fehlt aber noch was. Wir sind ja nicht nur Kanadier im Kanu-Rennsport, sondern wir haben ja auch noch die Kajakfahrer. Bei den Kajakfahrern habe ich mir eine sehr hübsche Begleitung noch mit reingeholt. Und zwar ist das die? Conny Wasmuth. Conny ist 2008 Olympiasiegerin geworden. Genau. Und in Conny, Peking. Genau. Conny ist 2008 Olympiasiegerin geworden in Peking im K4 über 500 Meter. Den K4 gucken wir uns dann gleich auch nochmal genauer an. Erstmal wollen wir uns auch nochmal die Funktionsweise, sage ich mal, von einem Kajakboot angucken. Wie funktioniert das da alles drin? Und gucken uns einfach mal die Innereien an, würde ich sagen. Ja. Kommt einfach mal mit. Sani hat gerade gefragt, machst du alle drei Vereinstouren oder sehen wir da noch andere Top-Sportler? Grundsätzlich werde ich hauptsächlich die Tour begleiten, werde aber so viele andere Sportler wie möglich mit einfangen. Ja, also wenn jetzt natürlich die Top-Sportler vor Ort sind, werde ich natürlich versuchen, denen auf den Sack zu gehen, damit ihr da Fragen stellen könnt. Ja. Ja. Genau, dann kommen wir jetzt zum Kajakbereich.
Wir haben die Luxusvariante, wir müssen nicht die ganze Zeit knien, sondern wir dürfen sitzen. Ist hierzu einmal zu sehen, sozusagen der Sitz, wo wir drauf sitzen. Das ist natürlich auch, jede Position kann man ein bisschen selber individuell einstellen, weil natürlich jeder eine andere Größe hat von der Beinlänge her. Dann kommt man hier für uns, das Wichtigste, ist das Stemmbrett, sozusagen, mit einem Steuerknüppel, den man nach links und rechts schwenken kann. Dann sieht man hier schon, ne, dass die Fäden sich bewegen. Muss man natürlich nach hinten gehen. Ich zeige das jetzt nochmal. Einmal praktisch, wenn man nach links oder nach rechts fahren möchte oder geradeaus, dass man das Steuer in der Mitte hat. Genau. Das ist unsere Luxusvariante. Das ist natürlich auch bei Wind, Wellen, dass wir da natürlich ein bisschen besser immer reagieren können als die Kanadier manchmal. Ja. Zum anderen haben wir natürlich auch, wie im Kanadierbereich, mit Gewichten arbeiten wir. Das ist natürlich, viele haben vielleicht vorne ein bisschen mehr Gewicht drin, um einfach das Boot ein bisschen zu trimmen. Und das kann man natürlich individuell selber dann einstellen. Das Mindestgewicht vom Kajak Einer unterscheidet sich ein bisschen zum Kanadier. Also der Kajak Einer, der wiegt nur 12 Kilo. Im Gegensatz zum Kanadier und ist aber auch 5,20 lang. Dazu haben wir, im Gegensatz zu den Kanadiern, auch praktisch, dass wir zwei Flächen haben zum Paddeln und dann praktisch beide Seiten schön links und rechts einsetzen können. Bei uns ist der Unterschied, man hat einmal eine Links- und eine Rechtsdrehung, aber ansonsten ändert sich da nichts. Und hier sieht man halt auch schon zum Beispiel die Griffbreite, ist natürlich so ja, ein bisschen ne, immer. Jetzt ja. möchte ich kurz mal auf Zwischenfragen eingehen, bevor ja. sie wieder verschwinden. Ja. Erste Zwischenfrage war, die Potsdamer Wasserspiele, finden die bald wieder statt und der Potsdamer Laufclub würde sich freuen? Sehr schön. Also im Moment ist es natürlich so, dass die Wasserspiele aufgrund der Corona-Krise ist es gerade ein bisschen schwer, die zu planen. Das ist alles noch in Bearbeitung und wenn es feststeht, dass die stattfinden, wird natürlich ein großes Feuerwerk kommen und alle wissen Bescheid. Dann noch eine Zwischenfrage an Conny und zwar, Ronald Ferch hat gefragt, darf Cassandra auch mal mit Conny Zweier fahren? Na klar, sehr gerne. Alle sind herzlich eingeladen. Ja. Dann von Florian Köppen noch eine Frage, ein ehemaliger Potsdamer. Jan, freust du dich schon auf die Finals? Oh ja, das ist eine sehr schöne Frage. Flori, danke. Ich habe ja das Vergnügen bzw. die Ehre, nochmal bei den Finals mitzufahren. Ich bin ja 2019 schon mitgefahren und habe da sogar gewonnen. Und dieses Jahr darf ich wieder mitfahren. Die sind diesmal in Duisburg und ich freue mich sehr drauf. Es ist eine super Veranstaltung und nur zu empfehlen. Es wird auch alles live gestreamt sozusagen und es gibt sogar Live-Fernsehzeiten. Also ich freue mich, definitiv. Um die Titelverteidigung. Ja, das ist der Plan auf jeden Fall. So, dann machen wir weiter. Genau, das ist jetzt ja, zum einen zu sagen. Dann kommen wir zu den K2. Das ist sozusagen unser Boot mit Franziska John, mit dem ich mit ihr immer deutsche Meisterschaften gefahren bin. Und wir haben es geschafft, wirklich bis 2019 ungeschlagen zu sein. Also über welche Strecke denn? 200 Meter und über 500 Meter und ich glaube vor ein paar Jahren war es das letzte Mal auch, dass 1000 Meter gefahren ist. Ja, genau, das sind unsere Strecken. Und ganz kurz nochmal, beim Einer haben wir vergessen, oder haben wir das schon gesagt, das weiß ich gar nicht mehr, da habe ich nicht zugehört einfach. Wie schwer ist es eigentlich und wie lang im Vergleich einfach nochmal? Habe ich schon, genau. Habe ich einfach nicht zugehört? Genau, das Boot wiegt im Gegensatz zu den Kanadiern, wiegt es nur 12 Kilo, ist aber auch 5,20 lang. Ach so, okay. Genau. Okay. Die Fragen überschlagen sich hier schon wieder. Ja. Stefanie Wandrei fragt, darf ich auch mal mit Conny Zweier fahren? Und könnten wir vielleicht einen Vierer fahren mit Cassandra? Natürlich, das kriegen wir alles hin. Wer ist der Vierte, ist die Frage. Wenn ich genau, der Vierte wir brauchen sein nur noch eine vierte Person. Also, hab keine Hemmung. Kerstin gerade drückte fest die Daumen, Jan, für die Finals. Ja, danke. Und von Johannes Beuthen-Huis kommt die Frage, kann man im Alter noch mit Kanu-Rennsport beginnen? Ja, natürlich. Grundsätzlich kannst du in jedem Alter damit beginnen. Es ist bloß die Frage, was ist dein Ziel am Ende? Ne? Also wenn du jetzt wirklich mit 50 anfangen willst, auf Leistungsniveau zu Kanu zu machen und dann bei Olympia eine Goldmedaille holen willst, dann ist es natürlich sehr, sehr schwer. Nicht unmöglich, definitiv nicht. Aber ich denke, umso jünger man anfängt, umso früher man anfängt, umso besser ist es. Conny, gute Frage denn. Wann hast du eigentlich angefangen? Ich habe mit 8 Jahren angefangen, also schon ein Weilchen her. Und man merkt natürlich auch, also ich habe jetzt auch hier in Potsdam studiert und wir hatten auch ein Fach zu
bzw. Kanu-Rudern gehabt. Bin ich mal ab und zu mal rübergefahren zu den Sportlern, zu den Studenten. Und die wollten sich natürlich auch mal gerne ins Boot reinsetzen, weil sie gesagt haben, das sieht immer so leicht aus. Ne? Dann habe ich gesagt, klar, könnt ihr paddeln, kein Problem. Habe hinten festgehalten, sind eingestiegen, ach, so alles super, kein Problem. Ich habe losgelassen, zack, lagen sie im Wasser, gucken mich an. Was hast du gemacht? Also ich glaube, manchmal sieht es immer ein bisschen einfacher aus, als es dann natürlich tatsächlich ist, aber ja. Ja, also ich hab, um das mal zu vergleichen, ich habe auch mit acht angefangen und ja, das scheint wohl das bewährte Alter zu sein. Ja. Wenn ich jetzt gerade so gucke, sieht der hier deutlich länger aus als der Einer. Gibt es dazu noch was zu sagen, zu den Maßen und vielleicht auch zum Gewicht? Genau, also es gibt nochmal Unterschiede zwischen Einer, Zweier und Vierer. Der Zweier muss 18 Kilo wiegen und ist 6,50 lang. Und beim Wettkämpfen ist es natürlich, seit ich schon drauf eingegangen, ist auch mal sehr wichtig bei den Jahreszeiten. Ne? Wenn natürlich im Sommer Hochsommer ist, man das Boot draußen liegen hat, muss man auf jeden Fall versuchen, Hitze zu vermeiden, weil dann natürlich austrocknet. Also da ist man wirklich immer bedacht, dass man am besten vorm Rennen wirklich das Boot nochmal auf die Waage legt und dann schaut, ob es richtig wiegt und sich nicht auf das praktisch das letzte verlässt für vielleicht vor ein oder zwei Tagen. Ist es dir schon mal passiert, dass das Boot zu leicht war und am Ende dann disqualifiziert wurde? Nein, Gott sei Dank noch nicht, aber ich habe immer wirklich Angst gehabt und ja, also gerade im internationalen Bereich muss man auch vorher wiegen, also daher. Aber das glaubt man ehrlich gesagt gar nicht, ne? Also wenn man wirklich, der normale Werdegang ist, dass man sich ja so einfährt vor dem Wettkampf und dann wird das Boot nass und die Beschichtung hier drinne, die ist teilweise manchmal ein bisschen rau und die saugt sich dann mit Wasser voll. Und dann automatisch, wenn es alles hier voll gesogen ist mit Wasser, dann wird das Boot ja automatisch schwerer. Und dementsprechend fummelt man ja dann an den Gewichten rum und man will ja so nah wie möglich an das Optimum vom Gewicht rangehen. Und wenn man dann 12,01 macht und dann aber 0,2 Gramm Wasser drin hat und das austrocknet, kann es ganz schnell mal sein, dass du nach dem Wettkampf oder nach dem Rennen, wenn du zur Waage musst, das wird nämlich ja immer kontrolliert nach den Rennen, dass du dann schnell mal disqualifiziert wirst. Ja. Cassandra hat gerade geschrieben, sie kennt jemanden, dem das auch mal passiert ist, Ronald Ferch. Okay. Die Geschichte möchte ich gerne auch noch mal hören dann dazu. Ja. Gut, da haben wir die Zweier. Ja, die Funktionsweise vom Zweier ist ja im Prinzip nichts anderes als beim Einer, bloß alles ein bisschen länger. Ne? Wir haben immer noch hier den Steuerknüppel, der dann mit bauten Zügen quasi nach hinten geht. Ja, und dann hinten das Steuer bewegt. Habe ich das richtig erzählt, Conny? Ja, hast du richtig erzählt. Genau, und der Hintermann, der hat natürlich kein Steuer, hat aber auch ein Stemmbrett, wo du vielleicht mal reinschwenken kannst. Genau. Ja, das ist auch noch praktisch, das ist eigentlich immer noch mal recht gut. Ne? Dann hast du halt links und rechts sozusagen das Stemmbrett. Wo kommen deine Füße rein? Und deine Füße, ich kann ja auch mal kurz einfach rausnehmen. Ah, ja. Ganz gut, dass man das ein bisschen sieht. Genau, dann kommen halt die Füße hier so rein. Und dann hat man sozusagen auch einen guten Druck, einen Gegendruck. Ne? Wozu ist das? Das hier ist einfach natürlich, einmal, dass es die Halterung, dass es überhaupt fest ist. Mhm. Und das ist natürlich, dass es ein bisschen weicher ist und nicht ganz so dolle wehtut. Okay, aber die ganze Schelle, was bringt mir das als Kajakfahrer? Na, dass du natürlich immer einen schönen Gegendruck hast mit der Beinarbeit, die du sozusagen ja auch beim Paddeln hast. Die Rumpfmuskulatur, Beinarbeit ist ja natürlich ein Spiel. Und dann brauchst du immer natürlich einen Gegendruck. Also, ganz früh habe ich ohne angefangen, könnte ich es mir heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Mir ist im Kanal, in der Kanu-Gegenstromanlage, sogar schon mal passiert, dass das Stemmbrett kaputt gegangen ist und natürlich dann fehlt, wie gesagt, was. Ne? Ja. Zwei Fragen, einmal zu der Kanu-Gegenstromanlage. Könntest du es vielleicht einmal genauer erzählen, was das genau ist? Ja, bei der Kanu-Gegenstromanlage würde ich mal ganz kurz mit einspringen. Mhm. Und zwar habe ich ganz am Anfang erzählt, dass ich das in drei Teile aufgeteilt habe, den digitalen Rundgang. Und der dritte Teil wird dann sein, dass ich mal mit jemandem in den Gegenstromanlage reingehe, in den Kanu-Kanal. Und deswegen würde ich da gar nicht so sehr mehr drauf eingehen, sondern das zeigen wir dann quasi in dem dritten Part unseres digitalen Rundgangs. Die zweite Frage ist noch, wenn ich jetzt mir hier den Einer anschaue, steht hier Nelo. Und wenn ich jetzt hier rüber gehe, steht hier FES. Was hat es auf sich und gibt es da irgendwie Unterschiede? Na, es gibt verschiedene Bootstypen einfach. Also es gibt den Nelo, ist ein portugiesisches Unternehmen, dann halt den FES, es ist das deutsche, dann gibt es noch Plastics, das hatten wir. Und hier vorne der Vierer zum Beispiel. Genau, vorne, das sind, ja, ich sage bei uns eigentlich so ein bisschen die gängigen Bootstypen, die wir haben. Also letzten Endes sind es natürlich einfach verschiedene Hersteller, ja. Und die verschiedene
die machen unterschiedliche Bootsklassen bzw. Bootsformen. Die haben alle ihre eigene Philosophie. Und wir als Leistungssportler, als Kanusportler, können sozusagen dann unser Material ein bisschen ausprobieren. Was liegt uns mehr die Variante vom Boot oder mehr die Variante vom Boot? Ne? Und da können wir dann halt in den Herstellern variieren. Genau, ich würde sagen, dann kommen wir mal zum letzten Boot. Ja, genau. Ja. Zu dem K4. Wir haben das Glück natürlich im Gegensatz zu den Kanadiern, dass der K4 Frauen auch olympisch ist, über die 500 Meter. Genau, was gibt es denn noch für Strecken? Na, den Einer, den Zweier und den Vierer über 500 und den Einer über 200 Meter. Okay, und die werden jetzt auch alle in Tokio dann gefahren? Ja. Okay. Genau. Schön. Hier ist natürlich nichts anderes. Hier gibt es sozusagen den Schlagmann, der den Schlag für die anderen drei vorgibt. Und das Wichtige ist natürlich für die weiteren Positionen, die natürlich auch alle den Sitz, Stemmbrett drin haben, den Schlag. Also das wichtige Ziel ist eigentlich, dass der Letzte als Erstes einsetzt und ganz langsam praktisch immer so der Nächste dann praktisch so vorschlägt, dass der Erste als Letztes einsetzt sozusagen. Also aber in Millisekunden, das wäre natürlich das Perfekte. Also passiert nicht immer. Im Prinzip schieben die hinten den vorne an. Genau. Ne? Sozusagen, so dass der vorne nur noch dann den anderes mitbringt. Ne? Genau, aber es darf man nicht zu viel sein, weil man dann natürlich den Vordermann den Druck auch wieder rausnimmt, wegnimmt. Okay. CGCAA fragt, was kostet ein Einer ungefähr? Ja, schön. Also, es ist natürlich, da sind wir wieder beim Thema, vom Hersteller auch unterschiedlich. Ja? Also vom Hersteller, FES ist meistens ein bisschen teurer und Plastics ein bisschen günstiger. Und wir haben uns jetzt mal festgelegt auf roundabout 2.500 Euro, sag ich mal, plus, minus, kostet ein Einer. Und beim Zweier sind wir so rausgekommen bei 5.000, 6.000 Euro und beim Vierer sind wir rausgekommen bei 8.000, 9.000 roundabout. Ne? Also das ist natürlich die genauen Preise, die wissen wir ja nicht und da müssen wir einfach mal gucken. Kommt doch an, was für ein Boot man haben möchte. Von Marlon KCP kommt die Frage, gibt es auch ein K8 oder C8? Ja, ein K8. Ich muss ganz ehrlich sagen, ein K8 habe ich schon mal gesehen und der ist in der Mitte zerbrochen. Nee, es gibt einen C8, das habe ich ja vorhin schon mal erwähnt. Den habe ich jetzt noch nicht mit rausgebuckelt. Aber ihr könnt ja mal ganz kurz mitkommen. Dann gehen wir nämlich zu unserer Lagerhalle. Und in der Lagerhalle, da ist nämlich auch unser C8. In dem C8 ist es bei uns ein sehr, sehr beliebtes Boot. Da machen wir sehr, sehr gerne unsere Wettkämpfe mit, aber der wird leider nur zur deutschen Meisterschaft gefahren. Deswegen ist er hier so ein bisschen eingemottet, den holen wir uns alle jedes Jahr einmal raus. Und ja, jetzt nicht auf die Ordnung hier achten, habe ich nicht gedacht, dass wir hier reingehen. Aber hier ist es unsere Lagerhalle. Ja, wir haben hier nämlich, das sind die beiden Achter, die wir hier haben. Das ist unser Rennachter hier oben, der blau-weiße. Du kannst ja versuchen, mal unten reinzufüllen. Ja, also da sind dann wirklich 8 Leute drin, die dann losmarschieren. Und hier unten haben wir ein sehr, 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 sehr schönes alten C8. Der ist noch aus Holz und der wurde schön neu abgeschliffen und neu lackiert. Das ist wirklich ein sehr schönes Boot. Und damit fahren teilweise unsere Sponsoren und Unterstützer mit. Und Jürgen Eschert, der treibt die da quasi an, unser erster Olympiasieger aus Potsdam. Ich schwenke jetzt hier mal kurz rüber und sehe hier ein paar Plakate. Was ist das denn zum Beispiel für ein Event? Das könnten wir ja vielleicht nochmal... Ja, das sind natürlich die Bilder, die wurden gemacht beim Potsdamer Kanalsprint. Das ist immer eine sehr, sehr schöne Veranstaltung. Die haben wir bei uns in der Yorkstraße in Potsdam. Da ist so ein kleiner Wasserkanal, der wird befüllt mit Wasser. Und da haben wir dann unsere Wettkämpfe drin. Also da machen wir sozusagen so einen Show-Wettkampf über eine Strecke von 160 Metern. Das ist richtig mit Rambazamba, Musik und also echt eine schöne Veranstaltung. Wenn sie dieses Jahr stattfinden sollte, gibt es natürlich wieder ein Feuerwerk und jeder weiß Bescheid. Also von daher kann man dazu noch jetzt nichts sagen. Im Moment sieht es ja ganz gut aus mit den ganzen Lockerungen, aber da maße ich mir jetzt nicht an, irgendwie was zu sagen, dass es stattfindet oder nicht stattfindet. So, Conny, wir waren noch nicht fertig. Ich will noch mal von dir hören zum Schluss. Ja. Dann drehen wir uns mal rum hier. Zum Schluss, komm her. Ja. Was dein schönstes Erlebnis da war in Peking? Weil wir hatten ja gesagt, dass du
K4 über 500 Meter Olympiasiegerin geworden bist, 2008. Und wir waren ja sogar 2016 zusammen in Rio gewesen. Was war denn der signifikante Unterschied zwischen Peking und Rio und was war dein jeweils schönstes Erlebnis? Ja gut, der signifikante Unterschied war gewesen, dass ich in Peking in der Hinsicht als Ersatzfrau eigentlich erst angereist bin. Kurz zuvor ist die Caroline Leonard erkrankt und ich bin für sie eingesprungen, was glaube ich bis dato wahrscheinlich noch nie passiert ist, und ich ihren Platz auf Position 4 eingenommen habe. Vorher saß ich auf Position 2, also für mich super Unterschied gewesen. Aber die Mädels, also Fanny, Nicole und Katrin, haben das ganz toll gemacht und mir auch einfach den Rücken gestärkt, dass wir das wirklich problemlos hinbekommen haben, das umsetzen konnten und ja, dann praktisch von der Ersatzfrau und eine Woche später zur Olympiasiegerin geworden bin, meinen großen Traum doch erfüllen konnte. Also ja, ist im Endeffekt für jeden Sportler, glaube ich, für jeden Leistungssportler, der dann langsam in die Leistungsklasse von den Junioren in die Leistungsklasse kommt, ist ja erstmal so, ach, ich möchte bei den Weltmeisterschaften dran teilnehmen. Ne? Dann hast du die Weltmeisterschaften geschafft, einen Weltmeistertitel, dann sagst du, ach Mensch, Olympia, ne? Das wäre schon richtig, ja, richtig geil. Und dann fährst du eigentlich knapp vorbei, sagst dir wiederum, okay, Ersatzfrau, ne? Du hast überhaupt die Chance, das muss man natürlich auch sehen, dass man ja, aber in Deutschland, dich, ne, das so schwierig gut, ist, gut genau. Und ja, dass es dann praktisch innerhalb von einer Woche ja so passiert ist. Ne? Und ja, also Wahnsinn. Das ist echt auch eine sehr interessante Geschichte, definitiv. Genau. Ja, kurz mal, wie war es in Rio gewesen? Ich will nicht von den Sportlichen her, sondern ich würde gerne mal von den Veranstaltungen her. Was war da so dein Unterschied oder fandest du es relativ gleich? Kann ja auch sein. Nein, ich glaube schon, jede Olympische Spiele haben sozusagen ihr eigenes Flair und ihre eigene Faszination. Ja. Natürlich für mich war in der Hinsicht Peking natürlich dann nochmal eine andere Hausnummer, aber in Rio haben sie auch total klasse und toll gemacht. Das, natürlich, es hat sich alles ein bisschen unterschieden, aber im Großen und Ganzen ist es immer für jeden Sportler überhaupt ein Erlebnis, daran teilzunehmen. Cool. Ja. Ja. Gut, Dankeschön. Dann hätte ich noch eine Frage und zwar, wir haben ja drei Teile von dieser, sagen wir mal, kleinen Trilogie. Genau. Was wird uns noch erwarten und worauf können die Leute gespannt sein? Ja, also jetzt zum Abschluss, du hast es schon schön auf den Punkt gebracht. Wir sind jetzt zum Ende von unserem ersten digitalen Rundgang gekommen. Erstmal möchte ich mich bedanken, dass ihr alle mitgemacht habt, dass ihr alle dabei wart und fleißig Fragen gestellt habt. Was uns noch erwarten wird, ist... Und zwar der zweite Rundgang, da gehen wir noch weiter rein in die Innereien des KC Potsdam. Und zwar wollen wir uns da die Krafträume mal angucken. Und wir haben ein, zwei Räume, die auch ein bisschen spezieller sind. Die würde ich gerne mal hinterblicken, hinterleuchten und da mal gucken, was wir da alles drin haben oder wen wir da alles drin treffen. Ja, genau, das ist der Plan. Und beim dritten Kanalsprint sage ich schon fast, beim dritten digitalen Rundgang, da werden wir in die Gegenstromanlage gehen und uns mal so eine typische Vorbereitung eines Sportlers auf ein Training in der Gegenstromanlage angucken. Ja, ich finde, Kanu wäre nichts ohne Wasser. Wir könnten ja vielleicht nochmal einmal den Blick zum Wasser schwenken und gucken, wo die Sportler einsteigen und dann, ja. Ja, genau. Dann können wir ja mal runter. Das ist der typische Weg jetzt quasi von den Bootshallen. Da laufen wir dann quasi raus. Ja. Von den Bootshallen packen wir unser Boot. Quasi dann so hier. Das ist jetzt das falsche Boot, aber ich nehme mal das raus. Dann gehen wir quasi runter zu unserer täglichen GR1 und fahren da unsere Runden. Da draußen sieht man ja auch ganz schön, die fahren ja da draußen auch alle. Sieht gut aus, ja, ne? Ja. Und dann werden wir loslegen. Und ich würde sagen, da sind wir jetzt quasi zum Ende angekommen. Hier sind wir schön am Wasser. Ich denke mal, das ist ein schöner Blick nochmal. Und wie schon gesagt, ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid. Viele Likes geben. Nächstes Mal bitte noch mehr dabei sein. Ich würde mich freuen. Und ja, ansonsten könnt ihr ja nochmal eine Nachricht schreiben oder sowas, was ihr gerne noch so sehen wollen würdet. Und ja.
Da würde ich mich erstmal groß verabschieden und sag auch nochmal Danke an unsere Mitarbeiter hier. Ciao. Wir sehen uns. Dankeschön. Danke, Conny. Und ja, ich verabschiede mich auch und bis zum nächsten Mal. Tschüss.